sind die Lastenpferde von der Traminsur. Wir fahren 2.500 Fahrzeuge im Jahr hin und her. Und das Wichtigste ist natürlich das Hofpreis, weil wir brauchen unser Bild. Wir sind heute auf der Frauenlöffel. Man sieht, haben wir ein gutes Video angebracht heute. Für mich ist es immer ein Highlight. Ich bin zuerst nicht erst auf der Frauenlöffel, als Vertretung gefahren von meinem Vater. Weil ich meine, das ist ja immer ein Highlight, wenn man mit dem LKW über den Campsite drüber fährt. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich an einem der schönsten Fleckchen Erde in Bayern, nämlich auf der Fraueninsel. Und das Hofbräuhaus Transchen hat die Ehre, hier auf der Insel ja, mindestens 85% zu beliefern. Das geht los mit unserem Getränkeladel bis hin zu den ganzen Fischereien, was wir haben. Ob es eine Familie Minesini ist, Familie Färber, Familie Moser oder die Familie Wörndl. Genauso wie unser Aushängeschild, eigentlich der Klosterwirt hier. Es macht einfach Spaß und nur dazu bei so einem wunderschönen Wetter wie heute. Ja, gibt eigentlich nichts Schöneres. Und jetzt kaufen wir dann mit meinem Bierfahrerkollegen, den Alex, noch schnell eine halbe im Klosterwirt.